Ein unscheinbares Schild an einer U-Bahn-Station in Seoul, das im Notfall Leben retten soll. Der Notfall: ein Angriff Nordkoreas. Die südkoreanische Hauptstadt liegt nur 50 Kilometer von der Grenze entfernt und wäre wohl das erste Ziel der nordkoreanischen Artillerie. Deshalb gibt es hier rund 3000 Bunker in Tiefgaragen, Kellern und eben in U-Bahn-Stationen. Immer wieder gibt es Notfallübungen für die Einwohner. An den Bahnsteigen liegen Gasmasken und anderes Gerät bereit. Zuerst flüchte ich mich an einen Platz im Untergrund in der Nähe meiner Wohnung, wie die U-Bahn. Dann kann ich darüber nachdenken, wie ich an einen weit entfernten Ort komme. Doch nicht alle sind vom Nutzen der Bunker überzeugt. Wir werden ohnehin leiden, ohne Chance zu entkommen. Es gibt nichts, wo wir uns verstecken könnten. Die Bomben machen doch nicht vor diesen Bunkern Halt. Es bringt nichts, da hinein zu flüchten. Man ist doch so oder so tot. Immerhin gibt es in Südkorea fast 30.000 US-Soldaten, die das Land beschützen sollen. Seoul wäre nach einem Angriff Nordkoreas wohl dennoch nicht wiederzuerkennen.